So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 10. Januar 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen an diesem Montag. Erster Handelstag, jetzt vollständiger Handelstag nach der Veröffentlichung der Norm von Payrolls vergangene Woche Freitag, die, ich muss sagen, eigentlich eher stark waren. Zumindest mal im Hinblick auf die Entwicklungen aus rein fundamentaler Perspektive, wenn es um zum Beispiel die Lohnentwicklung geht oder auch die Arbeitslosenquote. Summa summarum, was wiederum allerdings eher suboptimal für Equities im Gesamtkontext sein dürfte, vor dem Hintergrund nämlich, dass das die, zumindest jetzt auf den ersten Eindruck, These bestätigt, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt in die Richtung geht, dass man einfach um die Stellen zu besetzen, die geschaffen worden sind, eben in Anführungsstrichen als Unternehmer tiefer in die Tasche greifen muss, einfach höhere Gehälter zahlen, um dann in diesem Zusammenhang hier attraktive Gegebenheiten, eine ausreichend attraktive Gegebenheit zu schaffen, um dann entsprechend die Leute zu motivieren, auch diese Stelle zu besetzen. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Zahlen sind eher inflationstreibend, meiner Einschätzung nach. Wir werden gleich einen detaillierten Blick, wie gesagt, noch auf diese einzelnen Zahlen, Kennzahlen dort werfen. Ja, wir haben einen ziemlich brisanten Datensatz, der uns jetzt in den kommenden Tagen bevorsteht. Am Mittwoch sind es die Inflationszahlen aus den USA, die erwartet werden mit 7%. Und wir haben es schon in der jüngeren Vergangenheit ja zum Thema gemacht. Es ist eher davon auszugehen, dass wir sogar noch weiter deutliche Beschleunigung hier auf der Oberseite sehen. Die immer weiter erneuten Mahnungen bzw. Warnungen oder Entspannungen, möchte man sie fast vielleicht eher nennen sogar, die dort seitens diverser Experten kommuniziert werden. Naja, wir pieken jetzt so ein bisschen auf der Oberseite und es gibt ein Rollover in der Inflation. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich so stattfindet. Besonders ist es auch die Marktpsychologie. Jetzt beginnt eine Rolle zu spielen, auch nach dem FED-Sitzungsprotokoll vergangene Woche. Nichtsdestotrotz, bis jetzt ist zumindest noch aus rein technischen Gegebenheiten im Nasdaq dann an der Stelle ganz besonders betroffen durch anziehende Zinsen eigentlich alles im grünen Bereich in Anführungsstrichen. Wir werfen gleich einen Blick drauf. Das wird ein Schlüsselbereich auf jeden Fall, in dem wir aktuell handeln, diese Kreuzunterstützung. Diverse Tech-Titel wollen wir natürlich einen Blick drauf werfen. Im Hinblick auf beispielsweise Tesla nochmal einen Blick werfen. Hat leider, in Anführungsstrichen, nicht diesen Break zu über 1080, 1090 zu sehen bekommen, jetzt in den letzten Wochenschluss hinein, sondern eher nochmal Abgabedruck. Könnte auch damit zu tun haben, dass man diverse Portfolios jetzt ein bisschen ausdünnt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise vielleicht dort gezwungen ist, Umschichtung vorzunehmen. Stichwort ARK Innovation ganz besonders, die ja arg gebeutelt sind. Waren und ausgehend vom Umstand, die höchste Exposure in Tesla zu haben, wiederum jetzt so ein Rollover sehen. Argumentiert wird dann, dass da aus Perspektive, so hatten wir es letzte Woche auch eingefangen, dass man vielleicht größere Wachstumsaussichten bei beispielsweise Titeln wie Roku oder einer Zoom oder sonst dergleichen sieht, weniger bei Tesla. Ob der Gedanke als solcher steht, dazu hatten wir letzte Woche schon einiges gesagt. Ergänzend dazu sollte man sich auch dem Gedanken anfreunden, dass natürlich jetzt ein Investor, der sein Investment sich derart schlecht performen sieht, wie es im Falle von ARK Innovation seit Year-to-Date-Performance einfach mal stattfindet. Nicht Year-to-Date-Performance, Verzeihung, wir sind ja nicht mehr in 21, sondern die sind schon in 22, aber jetzt die letzten 12 Monate besonders, über das Jahr 2021, nach einem sehr starken Jahr sicherlich, dass einfach viele Investoren unter Wasser liegen, eventuell es hier dann einfach zu Kapitalabflüssen kommt. Die müssen bedient werden, infolgedessen könnte Abgabedruck hier dann auch dadurch entstehen, dass eben beispielsweise eine Roku ganz besonders, aber ganz besonders auch beispielsweise eine Tesla, die gut gelaufen ist, abgestoßen werden. Also auch darauf werfen wir einen Blick. Und ja, bevor wir offiziell starten, erstmal der Blick wie gewohnt auf den Risikohinweis und dann alles weitere. Also Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend vom Hebeleffekt, der für und gegen einwirken kann, sollte man für sich erstmal feststellen, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Am besten macht man das über eine Demo risikofrei und kostenlos auf markets.com/de. Dort dann auch alle weiteren Informationen darüber hinausgehen zur Produktpalette von markets.com, nicht nur Devisen oder CFDs, sondern auch physische Aktien, beispielsweise ETFs. Für weitere Informationen auch gerne eine E-Mail an die Elena schicken. Kontaktiert mich gerne bei Fragen rund um die Märkte, Assets, die wir betrachten sollen, beziehungsweise einen Blick, wo wir gerne drauf werfen, Stichwort Trading Setups und dergleichen. Nutzt gerne die Möglichkeit, hier einmal im Livestream Fragen zu stellen. Das einmal dann dazu noch die Möglichkeit, unterhalb des Videos, falls ihr euch die Aufzeichnung jetzt bei YouTube anschaut, unterhalb dieses Videos eure Fragen zu posten. Kontaktiert mich gerne auch per E-Mail jglatt@jk-trading.com.
Schreibt mir gerne bei Twitter, JensKlattFX ist dort mein Kürzel, beziehungsweise nutzt auch gerne die Möglichkeit, über meine Webseite direkt die Trading-Chatbox anzusteuern. Wir haben auch eine Discord-Community. Also es gibt diverse Möglichkeiten, hier mit mir in Kontakt zu treten und eure Frage rund um die Märkte eben entsprechend zu stellen, euch zu den Märkten auszutauschen, auch mit anderen Trading-Begeisterten euren Horizont entsprechend zu erweitern. Wir switchen einmal hier rüber in die MarketsX-Handelsplattform und ich räume jetzt mal kurz hier im Hintergrund ein wenig auf. Und schaue auch, ob alles gut gestreamt wird. Das sieht aber sehr gut aus. Sehr schön. Und hier muss ich noch einen Blick drauf werfen. Livestream ist auch alles passend. Okay, perfekt. Ganz kurz. Jetzt bin ich hier gerade just nämlich bei Twitch im Hintergrund. Einmal sollten Schwierigkeiten bei YouTube auftreten, dann nutzt gerne den Stream auch über Twitch an der Stelle. Da gab es bis jetzt noch keine Schwierigkeiten. Auch bei YouTube hat sich jetzt seit Monaten eigentlich hier alles sehr, sehr stabil dargestellt, aber sollten Schwierigkeiten auftreten, wie gesagt, dann schaut gerne bei Twitch vorbei. Da gibt es dann entsprechend das Morning Meeting. Link dazu habe ich gerade eingestellt. Und ja, wir sind jetzt hier beim DAX. Zunächst einmal, den wir erstmal unter Druck sehen. Initial heute Morgen, Flashout, ich hatte das bei Twitter eingefangen gehabt, ich hatte bei Twitter geschrieben, dieser Rollover und dieser Drop auch unter die 16.000er Marke, das ist diese blau gestrichelte Linie, die man hier oben erkennen kann, das ist weiterhin meine Inflection. Alles, was unterhalb stattfindet, übergeordnet unterhalb stattfindet, ist eher bearisch. Alles, was oberhalb stattfindet, eher bullisch. Das ergänzte sich dann noch mit dem Umstand, dass wir just zu diesem Zeitpunkt, als wir nämlich diese gestrichelte Linie und die 16 unterschritten, dann auch unter den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis fielen. Diejenigen, welchen, die schon länger im Morning Meeting dabei sind, die wissen, dass das für meinen Handel Intraday im DAX erstmal so eine Line in the Sand ist, also so eine Vorteilsidentifikator, den ich eben heranziehe und wo ich sage, unterhalb möchte ich eher Short sein, oberhalb eher Long. Und jetzt sehen wir gerade, wir bouncen in diesem Bereich zurück nach stärkerer Abwärtsdynamik. Übrigens hier die 15. Mal gucken, hier so diesen Bereich, ja, 15,39, den hatte ich heute früh auch herausgestellt auf Twitter. Ich habe gesagt, wenn wir da drunter rutschen, ist denkbar, dass wir nochmal ein bisschen gefilde um 15,8 laufen, also übergeordnet, plus minus, Pi mal Daumen, also plus minus, minus heißt an der Stelle besonders, also ein Überschießen in dem Bereich, eine stärkere Abwärtsdynamik kommt. In dem Fall sind wir gar nicht bis in Richtung dieser 15,800er Region gelaufen, sondern bereits kurz zuvor wieder hier, haben uns stabilisiert und sehen jetzt eben einen recht scharfen Bounce von 100 Punkten in Richtung des EMAs. Und ja, jetzt sind wir so ein bisschen in den Modus, gehen so ein bisschen in den Modus über. Schauen wir mal. Also sollten wir nämlich jetzt hier schaffen, diesen EMA zurückzuerobern und uns oberhalb erneut zu stabilisieren, wäre das eher ein Signal, dass wir nach unten vielleicht zunächst fertig sind, dass eine wahrscheinlich Rückeroberung der 16.000er-Region ansteht und dass wir dann warten, wie uns es sich entsprechend eben die US-Märkte heute Nachmittag präsentieren, wo wir ganz besonders einen Blick werfen werden auf den Nasdaq an der Stelle. Da werfen wir gleich den Blick drauf. Aktuell wäre es so, Skeptiker an der Stelle, Bären, die würden diesen Bereich wahrscheinlich jetzt eher hier nutzen als Short-Einstiegsmöglichkeit. Nach diesem Bounce würden aus diesen Gefilden nochmal darauf spekulieren, dass es zu einem Test mindestens der Tagestiefs, eventuell sogar einen Drop tiefer kommt. Die Argumentation, die da ins Feld geführt werden würde, die auch absolut gerechtfertigt ist, ist anziehender Inflationsdruck. Folgedessen anziehende US-Zinsen, die besonders eine Rotation aus Growth-Titeln weiter beschleunigen. Dann sich auch bemerkbar machen in den sogenannten Big Tech Names, also Fangmann ganz besonders an der Stelle, eine Apple, eine Facebook, eine Google, eine Amazon, Apple vielleicht ganz besonders, nach dem jüngsten Run auf neue Allzeithochs, die dann eben durch eben anziehende Zinsen. Apple ist jetzt natürlich kein klassischer Growth-Titel, das ist natürlich ganz wichtig, das sollte ich noch dazu sagen, aber zumindest mal hat man auch bei Apple gesehen, dass man sich diesem übergeordneten Abgabedruck hier nicht hat vollständig entziehen können. Und da Apple oder beziehungsweise da die Marktbreite, so möchte ich mal sagen, die diese Bewegung, besonders US-Equities, auf der Oberseite getragen haben, nicht wirklich gegeben war, sondern man in diesem Zusammenhang eben gesehen hat, dass das von wenigen Big Tech Names eben getragen wurde, die jetzt ebenfalls beginnen, Headwinds zu sehen, also sich im Gegenwind entgegengesetzt oder entgegenstellen müssen, wäre es dann an dieser Stelle so, dass wir eben durch weiter anziehende Zinsen hier auch Kapitalabflüsse aus diesem Big Tech-Bereich eben zu sehen bekommen. Und genau das wäre dann eben die Spekulation, der wir jetzt hier unterliegen würden, wo wir dann eher überrollen und diesen Test nochmal der Tiefs sehen. Stop, den würde ich relativ eng wahrscheinlich setzen. Also je nachdem, wenn ich in diesem Bereich mich hier short positioniere, immer 50. Ja, 20% vielleicht, 20% vom Indexstand, also 20, Moment, 20%, nee, Moment, also hier an der Stelle würde ich wahrscheinlich ausgehend von diesem Index-Reading an der Stelle, würde ich eben an der Stelle sagen, ich möchte
hier vielleicht 30 Punkte, 35 Punkte oberhalb des EMAs möchte ich meinen Stop setzen. Infolgedessen sagen, wenn wir dann ein Spike-Out oder beziehungsweise einen Lauf zurück über den EMA zu sehen bekommen, dann möchte ich nicht mehr Short sein an dieser Stelle. Das würde dann einer Rückeroberung hier an der Stelle eben entsprechen. Sollten wir hier allerdings überrollen, wie gesagt, dann haben wir auf der Unterseite eine Chance von 100 Punkten, die ein CRV von 3 zu 1 vielleicht sogar besser nach sich zieht. Ja, das wäre es eigentlich im Hinblick auf den DAX schon gewesen. Müsste ich jetzt eine Einschätzung geben? Also tradingtechnisch halte ich mich zunächst erstmal ein wenig zurück. Ich möchte erstmal auf die US-Märkte heute Nachmittag warten. Müsste ich eine Einschätzung geben, würde ich eher sagen, dass wir nicht mehr diesen Test der Tiefs zu sehen bekommen, sondern eher die Rückeroberung der 16.000er-Marke, weil ich denke, dass wir aktuell, wie auch schon letzte Woche eigentlich gesagt, diese gesamte Thematik mit anziehenden Zinsen, sich aufbauendem Inflationsdruck und so weiter, heißer offensichtlich willens sind zu essen, als sie schlussendlich gekocht wurden. Also ich glaube, dass da viel, viel Hype auch gerade drin steht und dass sich ein übermäßig bärischer Bias etabliert, der sich nur schwer rechtfertigen lässt. Also ich glaube, vieles eben ist schon bereits eingepreist. Wir müssen sicherlich abwarten, wie sich dann am Mittwoch die Inflationszahlen präsentieren, aber summa summarum bin ich noch nicht wirklich davon überzeugt, dass wir hier vor größeren Schwierigkeiten stehen. Das hat auch damit zu tun, weil ich aktuell hier davon ausgehe, dass realistisch weiter diese untere Range-Begrenzung und auch die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, jetzt sind wir hier im Nasdaq 100, gehalten werden können. Also das ist ein potenzieller Schlüsselbereich, das hatten wir schon letzte Woche zum Thema gemacht. Ich bin etwas überrascht, dass wir eigentlich so relativ schwach die Woche beschlossen haben. Hat auch auf Wochenbasis überhaupt gar nicht gut ausgesehen. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, damit wir uns das mal vorstellen können. Dieser Chart hier, und dann machen wir mal einen Weekly draus. Aber auch da, also das sieht auf Wochenbasis, sieht das nicht cool aus, ehrlich gesagt, diese Kerze mit Sicherheit hier. Diese tiefrote Kerze mit dem Schluss im Bereich der unteren Range-Begrenzung, im Bereich der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Also das Risiko eines Flush-Outs auf der Unterseite und auch eines Halten unterhalb sollten dann nicht ausreichend Optimismus unter die Marktteilnehmer kommen, ist realistisch gegeben. In der jüngeren Vergangenheit war es eigentlich so, dass wir auf solche Kerzen dann relativ zügig ein positives Feedback zu sehen bekommen haben. Also hier zum Beispiel, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns solchen potenziellen Turbulenzen gegenüber sehen. Wenn wir uns das zum Beispiel mal hier zurückwirkend anschauen, im August 2020 damals, das war ja 4, 5 Monate nach Corona, nach diesen heftigen Abschlägen, die wir hier zu sehen bekommen haben, haben wir im Grunde genommen ja auch darauf gewartet, dass es dort zu einem scharfen Rücksetzer kommt. Wir hatten dann zwischenzeitlich schon neue Allzeithochs markiert im Nasdaq, um dann hier potenzielle Top-Bildung vielleicht auszumachen. Das war so Anfang Oktober, der große Crash, der sich vielleicht dann dort abzeichnete und dass wir nochmal ähnliche Volatilität wie zu Beginn des Jahres sehen, nur um dann anschließend hier diesen starken Bounce oder Run auf der Oberseite zu sehen. Natürlich wurde das damals getragen durch die Impfstoffhoffnung und die Spekulation, dass das Ende der Pandemie im übertragenen Sinne langfristig einläutet. Und da ist es am 9. November damals, ist da diese News über den Ticker gelaufen, mit dieser bullischen Kerze, die wir dort dann da fabriziert haben, beziehungsweise ich müsste mal gucken. Eventuell verzerre ich das auch gerade um eine Woche. Also auf jeden Fall ist das so der Treiber gewesen. Es war auf jeden Fall in diesem Zeitfenster. Wir haben auch hier möglichen Rollover gesehen. Das war damals am Ende September beispielsweise. Wir haben aber jedes Mal, und das ist das, worauf ich hinaus will, und deswegen ist das gerade so ein Schlüsselmoment, oder das ist das, was gerade die Spannung ausmacht. Wir haben jedes Mal relativ zügig Zeiten, also sofort eine positive Reaktion gehabt, die uns sofort auf höhere Hochs betrieben hat. Und das ist das, wo wir uns jetzt einfach schlichtweg geduldig zeigen müssen, wo wir einfach abwarten müssen, ob diese positive Reaktion auch jetzt kommt. Wir haben jetzt im europäischen Handel diesen kurzen Flash gesehen. Wechsel das mal wieder zurück, nicht, dass es da zu Verwirrung kommt. Also wir gucken uns hier unten immer den Daily an, nicht den Wochenchart. Wir testen diese Region. Das ist ungefähr so der Bereich 15.500 Punkte. Das ist die Linie im Sand, auch für den heutigen Handelstag. Sollten wir jetzt im Nasdaq in die Woche starten und dann dieser Flash-Out-Moment stattfinden, der uns kurzzeitig unter dieses Niveau führt, aber wir einen Tagesschluss dann oberhalb dieser Tiefs zu sehen bekommen, wäre das ein klar bullisches Signal. Ebenfalls klar bullisch wäre, wenn wir gegen diesen Bereich hier aufdrehen und dann eben ganz besonders die in dem Fall 15.700er Region zurückerobern, beziehungsweise im Falle des Nasdaqs uns aufmachen in Richtung der 16.000er Region.
Und was definitiv vermieden werden sollte oder vermieden werden will seitens der Bullen, ist, dass wir einen Break hier unter die 15,5 zu sehen bekommen und einen Tagesschluss unterhalb. Das wäre ein klar bärisches Signal, also kurzfristig bärisches Signal mit weiterem Abwärtspotenzial zunächst in Richtung der 15.000er-Region. Das wäre dann so der Bereich um die 200-Tage-Linie. Auch da muss das immer ein bisschen in Relation setzen, muss man ja erstmal abwarten, also beziehungsweise muss man erstmal auch sehen, das ist nichts wirklich Dramatisches an der Stelle. Wir sehen einfach nur einen überdehnten Modus auf der Oberseite, der sich einfach korrektiv darstellt. Also der große Knall, der große Crash oder das, was man jetzt an Skepsis oder an Bearishness in diversen Kommentaren, Kommentarspalten, in Finanzberichterstattung beziehungsweise sozialen Medien gleich sieht, das ist meiner Einschätzung nach zu viel. Also das sehe ich an der Stelle nicht. Nicht, dass es nicht möglich wäre, dass das jetzt vielleicht so ein Knackpunkt sein könnte. Das ist wie so ein Crack in the Bottle. Das heißt also, wir haben einen Riss in der Flasche und jetzt baut sich der Druck kontinuierlich auf und irgendwann bricht die Flasche. Das ist durchaus eine Option, die sollte man im Hinterkopf behalten. Aber wir sollten an der Stelle bei allen auch gerechtfertigten Sorgen, das sage ich immer wieder, sollten wir dennoch uns klar machen, bis jetzt ist nichts passiert. Und diese übermäßige Skepsis, die, wie gesagt, gerechtfertigt sein kann, die kann uns aber auch eben hinderlich sein an der Stelle, wo wir dann eben hier nach der Devise verfahren wollen, sollten eventuell sogar buy the dip zu fahren. Also sprich, gegen diesen Bereich eher Long-Positionen aufzubauen und nicht auf eine Markierung neuer Hochs zu warten, die nicht nur relativ zügig stattfinden würde, sondern die eventuell auch vor dem Hintergrund dann wieder dieses recht weit gelaufenen Modus auch CRV-technisch so ein bisschen eben Schwierigkeiten vielleicht nach sich zieht. Also sprich anders formuliert, wir haben Level, gegen die wir hier riskieren können, wo es sicherlich vor dem Hintergrund des aktuellen Modus mutig scheint, sich long zu positionieren. Aber ich bin durchaus willens, vor dem Hintergrund der attraktiven CRVs hier auf der Oberseite Long-Engagements in Betracht zu ziehen und gegen diese Level eben hier, diese 15.500 auf der Unterseite, beziehungsweise dann die untere Range-Begrenzung, untere Aufwärtskanalbegrenzung im Tech-Bereich zu riskieren. Vielleicht auch in Antizipation starker Earnings, die wieder anstehen. Wir stehen jetzt kurz vor dem Kick-off der Earnings-Season. Und in dem Zusammenhang könnte das ebenfalls nochmal ein positives Signal vielleicht dann tatsächlich senden. Allen voran vielleicht Tesla, da sind wir wieder beim Klassiker an der Stelle. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen, naja, enttäuscht ist das falsche Wort. Also wir haben am Freitag auf jeden Fall nicht die Bullishness gesehen, die ich gerne gesehen hätte. So möchte ich das mal bezeichnen. Trotz des Umstands, dass ich denke, wir sind CAV-technisch immer noch sehr, sehr attraktiv unterwegs. Im Großen und Ganzen hat sich nichts geändert. Wir erinnern uns dran. Sehr, sehr starke Delivery Numbers letzte Woche, als wir hier das Morning Meeting, das erste des Jahres 2022, eingefahren haben. Haben wir diese Delivery Numbers zum Thema gemacht, diese Bullishness, die sich dann hier dargestellt hat und dieser sehr starke Drive, der uns in Richtung der 1200 sogar zeitweise geführt hat, der hat selbst mich überrascht. Also bullish ja, ich hatte allerdings erstmal nur die Rückkehrung der 1100 auf dem Schirm, jetzt nicht sofort den Drive in Richtung dieser 1200er Region. Das, was uns jetzt davon abgehalten hat, neue Allzeithochs in der Aktie zu markieren, ist meiner Einschätzung nach ganz klar hier das übergeordnete Bild. Nicht, dass sich das fundamentale Bild rund um das Unternehmen eingetrübt hätte. Tesla ist eins der meist diskutierten Ticker-Symbole auf beispielsweise Swaggy Stocks. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Da zeigt sich ergänzend hierzu eben auch, dass wir. So. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken, haben die was geändert? Sieht so aus, die haben. Ach, da ist Wall Street Bets, Verzeihung. Das haben die haben es ein bisschen erweitert tatsächlich. Hier kann man sehen, Tesla ist weiter eines der meistdiskutierten Ticker-Symbole, welches wir bei Swaggy Stocks im Retail-Bereich sehen. Deswegen relevant, weil hier viele auch mit Derivaten bzw. Optionen agieren, im US-Equities ganz besonders. Was wiederum natürlich dann dazu führt, dass diejenigen, welchen die Option verkaufen, natürlich Absicherungsgeschäfte tätigen müssen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ich hatte dazu mal auch einen Blogartikel, allerdings ist es schon ein bisschen länger her, das ist schon 1,5 Jahre, glaube ich. Das war im Sommer 20, glaube ich, Sommer, Spätsommer 20, habe ich den mal eingestellt. Ich gucke mal, dass ich den Link noch dazu finde. Da hatten wir das Thema, wie heißt der denn mal? Softbank aus Japan, die da eventuell mit auch ein Treiber gewesen sein könnte. Aber nochmal, also zurückkommt. Wir haben in diesem Zusammenhang hier potenziell CRV-technisch sehr, sehr interessante Gegebenheit weiter. Und dass wir jetzt haben nicht aufdrehen können, wie gesagt,
ich würde jetzt nicht blind einfach long reinhalten, aber Signale einer Bodenbildung oder dass sich das Bild nicht so deutlich eintrübt. Ein Rollover im US-Zins beispielsweise, im US-Equities, Tech-Sektor generell, der sich irgendwie bullischer präsentiert. Ich glaube, dass das CRV-technisch besonders vor dem Hintergrund dieses starken Wachstumsausblicks und Deliverables haben eine Indikation diesbezüglich schon definitiv gegeben, dass das unglaublich interessant sein könnte und dass wir, ich sag mal, innerhalb der nächsten Monate, sobald sich das Bild beginnt, ein bisschen aufzuhellen, beziehungsweise dieses makroökonomische Bild sich nicht deutlich weiter eintrübt, der Zins deutlich beginnt zu galoppieren auf der Oberseite, dass wir dann hier in diesem Zusammenhang realistisch Potenzial für neue Allzeithochs haben. Und auch hier haben wir eigentlich Niveaus, gegen die wir klar riskieren können. Also auch für längerfristige Engagements zum Beispiel. Ich weiß, ich bin bei einem Drop und halten unterhalb von $900, bin ich falsch. Ich wäre sehr überrascht, wenn wir das zu sehen bekämen. Also grundsätzlich muss ich sagen, sehe ich hier eher aus den derzeitigen Gefilden in den kommenden 12 Monaten fast schon einen Verdoppler in der Aktie, weil einfach die Wachstumsaussichten massiv sind. Nichtsdestotrotz, der Markt gibt in dem Moment die Regeln vor. Wenn wir die 900 droppen, dann soll es soweit jetzt erstmal nicht sein. Müsste das vielleicht abgewartet werden, wann sich hier besonders das übergeordnete Bild aufhält, wo dann allerdings Tesla beginnen würde, ein potenzieller Outperformer zu sein. Also das ist durchaus auch natürlich in Betracht zu ziehen. Derzeit finde ich das eben grundsätzlich erstmal aus rein spekulativer Perspektive weiterhin interessant. Hier von der Long-Seite aus der CRV-Perspektive. Also Tech, ja, wie gesagt, Schlüssellevel hatten wir jetzt gerade eben. Schlüssellevel ist der Bereich um hier 15,5 auf der Unterseite. Warten wir mal, wie wir in die neue Woche starten. Earnings-Kalender können wir gleich hier einen Blick drauf werfen. Ist dünn, zum Wochenstart jedenfalls. Tilray könnte vielleicht ein Thema sein. Tilray, der ein oder andere kennt die Aktien. Das ist dieser Cannabis-Dienstleister, ja, kann man das so sagen. Potenziell oder war mal eine ganze Weile ziemlich heiß tatsächlich. Ich will mal gucken, ob ich hier, habe ich das schon vorbereitet? Nee. Okay, da brauchen wir gar nicht zu finden, um es auch zu gehen. TLRY, die Aktie, die hatten einen Riesenhype mal zwischenzeitlich gesehen, auch im letzten Jahr, diverse Male. Also hier, das war im Februar, ziemlich genau ein Jahr, da war Tilray zwischenzeitlich, wir können sehen, also das waren keine Allzeithochs, wir kommen von wesentlich weiter höher. Der ein oder andere erinnert sich an den Börsengang Ende 2018 in der Aktie. Das hier war im Rahmen des GME-Hypes, den wir hier zu sehen bekommen haben. Ich hatte damals auch zwei, drei Tutorials für Tilray gemacht, wie man das hätte Intraday auf der Long-Seite traden können. Damals war das eine potenzielle Short-Squeeze infolge des erhöhten Short-Floats in der Aktie eben. Ist aber deutlich abverkauft worden und mittlerweile sind wir, ja, 90% Abgabedruck, den wir gesehen haben, sind wieder auf dem Weg in Richtung Allzeit-Tiefs. Ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt die attraktivste Aktie zu traden derzeit. Also für mich sowieso deswegen raus, weil unter $10, ich möchte eigentlich keine Aktien unterhalb von $10 an der Stelle traden. Lange Rede, kurzer Sinn. Also die Earnings, die sind heute vielleicht für Meme-Stock-Trader besonders relevant. Wir sollten so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Vielleicht gibt es da eine oder andere Squeezes, auch infolge dessen, was letzte Woche ja mit GameStop zum Beispiel gelaufen ist. Das ist so derselbe Bereich in Anführungsstrichen. Das heißt also, das wird aus dieser Perspektive Meme-Stock eben hauptsächlich gespielt. Und deswegen könnte es sein, dass das vielleicht in irgendeiner Form auch jetzt in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, weil eben GME, AMC, Tilray eine und dieselbe Region war, auch im letzten Jahr. Aber wie auch hier bei GameStop zum Beispiel oder auch AMC, das war, also AMC noch am ehesten, das war schon trading-technisch attraktiver, weil einfach liquider und weil einfach auch von der Struktur insgesamt interessanter. Aber es hat sich relativ zügig herauskristallisiert am Freitag dann, dass das hier nichts wird auf der Oberseite mit diesem Squeeze-Potenzial, aber auch, dass auf der Unterseite irgendwie das Abverkaufspotenzial nicht gegeben ist. Bei AMC ist es so, also wir erinnern uns kurz daran, ganz kurz der Vollständigkeit halber. GameStop hatte am Donnerstagabend nachbörslich angekündigt, dass man sich jetzt im Bereich Krypto und NFTs, also Non-Fungible Tokens, plant zu positionieren. Und das eben in diesem Zusammenhang hat dafür gesorgt, dass die Aktie zwischenzeitlich über 30% in der Nachbörse bereits lief. Und dann haben wir einen Großteil dieses Aufwärtsgaps haben wir dann bereits begonnen wieder zu geben. Also zwischenzeitlich hat die Aktie sogar bei fast $170, glaube ich, notiert in der Nachbörse. Das ist hier gar nicht so richtig abgetragen, weil das nur den reinen Kassehandel 15:30 bis 22 Uhr einfängt. Dieses Gap ist jetzt mittlerweile schon fast geschlossen worden. Bleibt auch weiter eine Option.
Auch in AMC an der Stelle auf der Unterseite drehen wir nochmal auf. Wie gesagt, wenn Tilray auch Zahlen veröffentlicht, die in irgendeiner Form kurzzeitig nochmal einen Hype nach sich ziehen, sollte man das auf dem Schirm haben. Aber alles in allem ist das nicht so spektakulär, also beziehungsweise für mein Trading nicht so relevant an der Stelle und wird auch für den übergeordneten oder ist für den übergeordneten Markt nicht wirklich relevant oder von Interesse. Also das bedeutet dünner Start in die Handelswoche. Allerdings in der zweiten Teil der Woche wird es dann interessant, weil dann fangen nämlich an, die Financials langsam über den Ticker zu laufen. Also Citi an der Stelle, BlackRock und so weiter, JP Morgan. Also das bedeutet also der XLF, der wird dann für uns interessant sein. Das ist der große ETF an der Stelle. Das ist der große ETF, der den Finanzsektor an der Stelle abbildet und der sich deutlich bullisch präsentiert. Anziehende Zinsen wird man jetzt sagen, naja, logisch, dass die dann profitieren. Was ich eben interessant finde, auch hier im Hinblick auf das übergeordnete Bild, auch das sollte etwas sein, das man im Hinterkopf behält. Wir haben weiteres Aufwärtspotenzial, wenn sich die Wachstumsaussichten für Finanzdienstleister in irgendeiner Form ebenfalls positiv darstellen, dann trägt jetzt auch der Finanzsektor diese Rallye am Markt mit. Ja, also das bedeutet etwas anders formuliert, wir haben dann eventuell hier noch einen zusätzlichen Treiber, der dann auch einem zu bärischen Bild für den übergeordneten Markt, also ganz besonders auch den Tech-Sektor an der Stelle, eben entgegensteht. Das sollte man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir stehen hier, wie gesagt, wir haben jetzt sogar neue Hochs markiert, sofern wir in der Lage sind, uns außerhalb dieser Range, oberhalb auch dieser jetzt neu markierten Hochs, oberhalb von 40 wahrscheinlich rund zu stabilisieren, ist das eigentlich ein grundsätzlich bullisches Signal, welches auch weiter sich beschleunigen dürfte, sollte dann eben der Financial Sector eben einen günstigen Ausblick eben skizzieren. Wie gesagt, Skepsis ist angemessen, alleine ausgehend vom Umstand, Stichwort Zahlungsausfall oder beziehungsweise dann an der Stelle eben Zahlungsausfall, querstrich kleine, mittlere Unternehmen, die eventuell durch die Lockdown-Politik in irgendeiner Form in Zahlungsschwierigkeiten geraten, ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen können und so weiter. Das ist natürlich etwas, das sollte man genauer beobachten. Aber summa summarum ist der Ausblick bullisch. Also, das heißt, auch der Financial Sector nimmt jetzt diesen Pickup auf und diesen Ball, der für das übergeordnete Bild weiter sich positiv darstellt, bei aller angemessenen oder angebrachten Skepsis, spricht hier derzeit jedenfalls zunächst wenig dafür, nicht davon auszugehen, dass es auch hier höhere Hochs gibt, die wir dann früher oder später markieren. Sollte man so ein bisschen auf dem Radar haben, auf jeden Fall, für die zweite Handelswoche, beziehungsweise Hälfte der Handelswoche. Ja, schauen wir mal auf Edelmetalle. Schauen wir mal auf, dann auch darüber hinausgehend, den Devisenbereich. Ich gucke mal ganz kurz übrigens in die Fragen. Einen Moment. Nee, bis jetzt noch keine Fragen. Okay. Also grundsätzlich hat sich das Bild hier für Gold unwesentlich verändert. Wir sind weiterhin Range gebunden, charttechnisch nicht wirklich interessant, was wir hier zu sehen bekommen. Schlüssellevel auf der Oberseite bleibt die 1830er Region. Das, was mich jetzt natürlich beginnt, mehr und mehr zu interessieren, ist, wie präsentieren wir uns dann jetzt auf die anstehenden Inflationszahlen? Welche Impulse werden hier an der Stelle geliefert? Ich muss nämlich ehrlich gestehen, die Performance von Gold, man könnte sie durchaus als relativ stark betrachten, wenn man sich die Realverzinsung und die Entwicklung hier der Realzinsen anschaut. Erinnern wir uns mal kurz daran, wo wir letztes Jahr, obwohl das sind ungefähr dieselben Niveaus, aber wir haben dann weiteren Abgabedruck gesehen, eine Übertreibung vielleicht sogar schon fast auf der Unterseite und hatten dann dort die Jahrestiefs markiert, die hier im Rahmen dieses Flashcrashs im August nochmal angelaufen worden sind um 1670. Das sind ungefähr dieselben Niveaus, in denen wir uns hier aktuell präsentieren. Und das, was ich jetzt hier in dieser Konstellation halt als relativ stark erachte, ist, damals kamen wir nach diesem Hype im Sommer im 20 ungefähr und diesem Push auf neue Allzeithochs in US-Dollar-Terms hier in Gold, kamen wir innerhalb einer Korrektur mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs und haben dann eine Beschleunigung auf der Unterseite gesehen, als damals dieser erste Spike im Zins, in US-Zinsen, auch für eine Volatilität im Nasdaq halt gesorgt haben. Wir haben damals, und das ist wichtig, dass man das immer im Hinblick auf die Entwicklung des Goldpreises berücksichtigt. Wir haben eine stark negative Korrelation zur Realverzinsung. Also Gold ist nicht der klassische Inflationshedge, sondern ist ein Hedge gegen eine zunehmend negative Realverzinsung an der Stelle. Und das, was interessant ist jetzt, wenn wir mal auf
hier die Treasuries gucken an der Stelle, beziehungsweise also die 10-jährigen Zinsen und die Realverzinsung, die hier vom Finanzministerium der USA öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Ich habe jetzt hier mal erstmal die Einschätzung für das Jahr 2021 und wie sich die Realverzinsung damals dargestellt hat. Und damals im Februar, ungefähr so hier in diesem Bereich, ich guck mal kurz, schneiden wir das mal aus. Obwohl, das hat sich eine ganze Weile gezogen, eigentlich bis in April, bis tief in den April. Hier die mittlere Spalte, das sind die 10-jährigen Zinsen, wo wir die US-Zinsen, die 10-jährigen haben und davon die Inflation abziehen. Und dann sehen wir, dass wir hier, ausgehend von den dort zur Berechnung als Grundlage dienenden Zahlen, dass wir im Bereich um minus 0,6, minus 0,5 ungefähr lagen, kurzzeitig mal unter die 0,5 sogar gerutscht waren. Nee, gar nicht mal so. Und dann so ein Rollover aber gesehen haben, ab April wieder zurück in Gefilde dann bis minus 1% und tiefer. Und das hat sich dann herauskristallisiert, das war so im ja, Juli, Mitte Juli tatsächlich. Und zeitgleich, also das heißt, wir sahen ein Anziehen der Realverzinsung, also weniger negativ, Februar, März ungefähr. Und dann rollten wir so über und sind dann wieder in negativere Gefilde gelaufen. Und das Interessante ist jetzt, dass derzeit die Inflation kontinuierlich anzieht. Also wir sehen jetzt auch im Hinblick auf die jetzt am Mittwoch anstehenden Inflationszahlen, sehen wir eine Erwartungshaltung von 7%. Also hier ist der Konsens da unten. Kann man sehen, 7%. Der Trading Economics Forecast liegt sogar bei 7,1%. Und wir sehen eine deutlich anziehende Inflation. Keine Überraschung. Also ich renne offene Türen ein, das wissen wir. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was uns völlig aus dem Muster holt hier an der Stelle. Nichtsdestotrotz, das Interessante ist jetzt eben, dass zeitgleich die Zinsen beginnen stärker anzuziehen, so wie wir das jetzt hier gesehen haben. Ich will das mal ganz kurz zeigen. US-10 hier. So, also sehr, sehr stark bullische Dynamik. Das ist jetzt der 10-jährige Zins auf Stundenbasis. Ich muss mal kurz gucken. Wir kommen von Gefilden um 1,1. Ja, das ist ungefähr hier, so im August, genau. 1,1. Also das heißt fast eine Verdoppelung innerhalb von 4, 5 Monaten eben jetzt des Zinses. Sind die höchsten Niveau seit Januar 20, die wir zu sehen bekommen. Da gehen wir vielleicht mal auf den Daily, da kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Das ist also Corona-Niveau, Prä-Corona-Niveau, auf die wir hier vorstoßen. Ja, und zeitgleich sehen wir eben eine deutlich anziehende Inflation. Und das geht gerade im Gleichschritt, geht diese Entwicklung voran. Und das Interessante finde ich jetzt eben, wenn wir jetzt mal den Current Month uns anschauen, also das heißt aktuell, wir sind jetzt wieder in Gefilde gelaufen, ungefähr in jenen Bereich hier von März, Februar 2021 wiederum. Also das bedeutet, als wir diesen ersten damaligen Spike in 10-jährigen Zinsen zu sehen bekommen haben, durch die damals sich schon herauskristallisierende Zinsentwicklung. Und was wir dann auch zu sehen bekommen haben, war, dass wir hier deutlichen Abgabedruck gesehen haben, potenziell getragen auch durch dann entsprechend weiter einen geldpolitisch expansiven Kurs. Damals hat sich noch nicht herauskristallisiert, dass wir jetzt eine deutliche Reduktion der Anleiheaufkäufe eben erwarten dürfen, beziehungsweise damals hat sich auch noch nicht herauskristallisiert, dass die Fed eventuell im Jahr 2022 sogar schon 4 Zinsanhebungen auf den Weg bringen. Damals hat sich das noch alles relativ moderat tatsächlich dargestellt. Aber nichtsdestotrotz war deutlich erkennbar, dass wir trotz der damals sich herauskristallisierenden, anziehenden Inflation am Horizont haben ein Rollover zu sehen bekommen. Und dass das eventuell auch so ein Bereich war, gegen welchen die Fed dann willens war, zu intervenieren. Diese Möglichkeit hat man vielleicht jetzt nicht mehr aktiv tätig zu werden, aber zumindest mal rhetorisch vielleicht, dann dort in irgendeiner Form in Aussicht zu stellen, Leute, ganz ruhig. Also wir sehen zwar einen restriktiveren geldpolitischen Kurs, der nötig ist durch die Inflation, aber wir erinnern uns dran, letzte Woche schon im Anschluss an dieses Sitzungsprotokoll der Fed hatte zum Beispiel James Bullard von der St. Louis Fed dann so etwas wie diesen passiven Run-off of the Balance Sheet ins Spiel gebracht. Ich habe das ja erklärt gehabt, dass eine Reduktion der Fed-Bilanz, die ja auch im Sitzungsprotokoll irgendwie dann zwischen den Zeilen doch recht deutlich durchschien. Da hatten sich einige Fed-Offizielle sogar dahingehend geäußert, dass sie sagten, naja, wir sehen vielleicht sogar eine schnellere als in 2018 auf den Weg gebrachte Reduktion der Fed-Bilanz, nachdem sich diese doch deutlich aufgebläht hat durch die jüngsten geldpolitischen Stimuli, die man auf den Weg gebracht hat. Und dann kommt eben James Bullard,
und bringt einen passiven Runoff ins Spiel, was nichts anderes heißt, als man wird nicht aktiv diese Anleihen verkaufen, sondern man wird eher vielleicht diejenigen Laufzeiten, je nachdem, welchen Teil der Zinsstrukturkurve man beeinflussen möchte, man wird diese einfach auslaufen lassen, nicht erneuern oder nachkaufen, in Anführungsstrichen, und diese Laufzeit dann eben in die Zukunft transportieren. Das wiederum ist allerdings nicht annähernd so hawkisch, wie der Markt es eventuell gerade spielt, denn das beinhaltet nämlich im Kern, dass man einfach nur an dieser Stelle diese auslaufenden Papiere schlichtweg nicht verlängert. Also sprich, die lässt man einfach auslaufen. Und dadurch lässt sich dann auch wiederum durch eben diese Korrelation des Zinses und der Anleihekurse natürlich auch sehr, sehr gut die Laufzeit eben tatsächlich beeinflussen. Wenn man zum Beispiel kurzfristig in irgendeiner Form starke Schwankungen in kurzfristigen Zinsen zu sehen bekommt, die sehr stark positiv korreliert sind zum Leitzins der Fed, dann wird man diese eben verstärkt kaufen und zeitgleich eben diesen Balance Sheet Runoff dahingehend eben in die Zukunft verschieben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise diese auslaufen lassen und dann einfach sagen, naja, dann managen wir das eben so und versuchen auf diesem Wege eben tatsächlich unsere Bilanz zu reduzieren. Also da gibt es verschiedene effektive Möglichkeiten seitens der Fed tatsächlich hier diese geldpolitisch restriktivere Haltung, dieses Tightening nennt man das dann auch, eben nicht so aggressiv voranzutreiben, wie es der Markt vielleicht gerade eben tatsächlich spielt. Und das bedeutet wiederum, dass man hier vielleicht eher früher als später, besonders dann, wenn jetzt auch die Zinsen, beziehungsweise nicht die Zinsen, sondern die Inflation nicht beginnt, dieses Momentum aufzunehmen. Oder beziehungsweise hier vielleicht, Verzeihung, hier vielleicht dann eventuell gegen 7% wir austoppen, vielleicht sogar eine Erwartung jetzt sehen oder beziehungsweise einen Print am Mittwoch zu sehen bekommt, der sogar unterhalb von 7% überraschenderweise, aber nichtsdestotrotz liegen würde. Dass das alles in allem in Summa summarum dazu führt, dass wir eben, da zurückkommen zu den Realzinsen, dass wir eben hier wieder negativer werden und genau das dann der bullische Treiber ist für Gold an der Stelle, wo wir dann sehen, damals, als wir hier gegen April begonnen, Momentum aufzunehmen, kamen wir aus einem recht bärischen Umfeld. Hier sehen wir jetzt derzeit gegen diese Tiefs aus dem August eher eine Sequenz steigender Hochs, die sich herauskristallisiert. Also wir haben eine potenzielle Bodenbildung schon zu sehen bekommen. Und da ist eben dann die 1830er Region Schlüssellevel, denn sollte die rausgenommen werden, dann ist darüber hinausgehend relativ zügig vielleicht bullische Dynamik denkbar, die uns bis in Gefilde von dann zügig 1870, 1900 beziehungsweise in Richtung der 2021er Jahreshochs, ein Jahreshochs muss man jetzt an der Stelle schon fast sagen, aus dem Januar 1950 US-Dollar pro Fein uns eben tatsächlich treibt. So, ja, also das ist das Schlüssellevel. Aktuell, wie gesagt, trading-technisch, ich würde erstmal, weil ich Gold lieber global makroökonomisch trade, derzeit abwarten wollen, wie sich diese Zahlen dann darstellen, aber kurzfristig ist jetzt mit Sicherheit hier die 1800er Region Schlüssellevel für kurzfristig orientierte Goldtrader. Sollten wir die 1800 rausnehmen können, halten können, ist das eventuell ein Grund, die Long-Seite ganz klar zu favorisieren und weitere Bullishness in Antizipation auf dieses gerade von mir skizzierte Szenario dann vielleicht auch zu sehen zu bekommen bereits am Mittwoch. Sollten wir hier gegen den Bereich erneut überlaufen oder überrollen, ist erstmal so lange kein Problem in Anführungsstrichen gegeben, wie wir oberhalb uns dann hier dieser, ich nenne sie jetzt mal Übertreibungstiefs, die sich dort nach den Non-Farm-Payrolls am Freitag herauskristallisiert haben, eben nachdem wir diese unterschreiten, verlaufen ungefähr um 1780 ungefähr. Stichwort Non-Farm-Payrolls, da vielleicht nochmal einen kurzen Blick drauf. War der eine oder andere vielleicht ein bisschen überrascht, was wir für eine Reaktion zu sehen bekommen haben? Auf den ersten Blick sehen die nicht besonders gut aus. Also wenn wir uns hier die neu geschaffenen Stellen Exagra betrachten, 199.000, wir erinnern uns dran, eigentlich ADP-Zahlen, die haben doch ziemlich outperformed letzte Woche Mittwoch und sind da nicht bestätigt worden seitens der Non-Farm-Payrolls, nur mit 199.000 neu geschaffenen Stellen Exagra. Trotzdem, und Messmöglichkeit, wie der Markt das auffasst, mit Sicherheit die 10-jährigen Zinsen, trotzdem sind wir zinstechnisch eher angezogen. Das ist jetzt mal ein 5-Minuten-Chart. Hier, Moment, ich guck mal kurz. Siebter, wo haben wir sie denn? Ja, hier so. Ja. Also, da sehen wir einen kurzen Spiken auf der Unterseite, aber besonders auch auf Tagesschlusskursbasis oder zwischenzeitlich, so muss man es ja immer sagen, das war ja 17, 17:30 ungefähr.
sind wir auf 1,8% angestiegen. Also das war jetzt nicht eine stark bullische Entwicklung, aber es ist zumindest mal 5 Basispunkte, die wir angezogen sind. Und da wird der eine oder andere vielleicht draufgeschaut haben und gesagt haben, das macht eigentlich keinen Sinn, weil die Zahlen sind ja nicht so gut. Und ich zum Beispiel, hatte im Morning Meeting gesagt, schwache Zahlen sind per se eigentlich etwas, was im Gesamtkontext günstig für Equities wäre. Wir erinnern uns dran, ich hatte gesagt, eigentlich schwache Zahlen implizieren, dass die Fed nicht sich so restriktiv darstellen wird, wie das der Markt derzeit vielleicht spielt und infolgedessen mehr Liquidität in Aussicht stellt und das treibend für dann besonders Equities, aber auch zum Beispiel Gold für, sorgen sollte. Das aber nicht gewesen. Also wir wollen noch mal ganz kurz hier zurückgehen auf den DAX. Wir können uns auch den Tech-Bereich anschauen. Wir hatten es ja gerade schon. Wir haben Abgabedruck gesehen. Und die Frage, die sich natürlich stellt jetzt hier, das ist 14:30 Uhr, da kam auch sofort ein initial bärischer Flush. Wir sind dann hier auch im US-Handel eher unter Druck gewesen, konnten diese Abschläge kurz ein bisschen uns zurückerobern, aber das ist definitiv keine Stärke, die sich hier herauskristallisiert hat. Und das haben wir auch nicht im S&P gesehen, das haben wir nicht im Nasdaq gesehen, ganz im Gegenteil. Also wir haben es ja gerade auch in Tesla zum Beispiel zum Thema gemacht. Wir sind dann in diesem Zusammenhang einfach schwach gewesen und die Frage, die sich aufdrängt, ist, warum? Weil eigentlich die Zahlen doch eine andere Sprache sprechen. Ja, wahrscheinlich, weil die Zahlen nicht so schwach waren, wie der erste Print es eben tatsächlich hier suggeriert. Wenn wir uns nämlich mal zwischen den Zeilen uns die Zahlen angucken oder die anderen Komponenten dieses Arbeitsmarktberichtes, stellen wir plötzlich fest, dass nämlich diese Erwartungshaltung für den Arbeitsmarkt sich beginnt irgendwie hier wiederzuspiegeln. Wir erinnern uns dran, ich hatte ganz ursprünglich mal, das ist noch gar nicht so lange her, das war auch im Laufe der letzten Woche, hatten wir hier mal uns diese Job-Offers angeschaut. Das waren die JOLTS. Und die konsolidieren oberhalb von 10 Millionen im Bereich der Allzeithochs. Das sind Job-Vacancies. Also das heißt, das sind Jobs, die werden geschaffen von Unternehmen und die gilt es zu besetzen. Und aktuell sehen wir hier, da werden unglaublich viele Stellen geschaffen, aber offensichtlich werden diese nicht nachgefragt. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum werden die nicht nachgefragt? Wahrscheinlich, weil hier an dieser Stelle diejenigen, welchen diese Stellen besetzen könnten, sagen, weißt du was, ich habe keine Motivation, weil ich zum Beispiel immer noch sogenannte Employment oder Unemployment Benefits bekomme vom Staat. Das heißt also, ich werde gut bezahlt, in Anführungsstrichen, dafür zu Hause zu bleiben. Alternativmöglichkeit wäre, ich habe gut verdient im Hinblick beispielsweise auf meine spekulativen Engagements, seien es Aktien, seien es Kryptos, seien es was auch immer. Und was bedeutet das unterm Strich? Oder sagen, vielleicht ist es auch der Aspekt, ich bin gut ausgebildet, ich will entweder eine höhere Vergütung, da sind wir schon beim Punkt, eine höhere Vergütung, oder aber ich besetze die Stelle einfach nicht. Und genau da sind wir, glaube ich, jetzt angekommen, dass man hier seitens der Unternehmen in Anführungsstrichen tiefer in die Tasche greifen muss, was sich dann allerdings auch weiter potenziell inflationstreibend auswirkt. Da sollte man das nicht unterschätzen. Wir haben dann nämlich hier Arbeiter oder mit potenzielle Mitarbeiter oder Jobbesetzende, die sagen, ich mache den Job ja, aber nur wenn du mir mehr Gehalt zahlst. Das macht sich bei den Gewinnmargen der Unternehmen bemerkbar. Infolgedessen, weil die Gewinnmargen konstant oder ausbauen wollen, werden die natürlich sagen, gut, dann müssen wir Preiserhebungen auf den Weg bringen, Preisanhebungen, plus natürlich Stichwort anziehende Inflation, beziehungsweise höhere Kosten im Hinblick auf die zu verarbeitenden Güter und so weiter, die dann einfach an den Endverbraucher weiter durchgereicht werden, die inflationstreibend sind. Inflationstreibend bedeutet an der Stelle aber folgerichtig, dass wir anziehende Zinsen zu sehen bekommen, die im aktuellen Marktumfeld, besonders im Tech-Bereich, Gift sind für weiter anziehende Aktienkurse. So relativ einfach eigentlich diese Kette, die sich dann dort ergibt. Und wo macht sich das jetzt bemerkbar? Stichwort kommen wir wieder zurück zu den Payrolls, was das damit zu tun hat. Wo macht sich das bemerkbar, dass die Löhne ansteigen? Naja, zum Beispiel bei den Average Hourly Earnings. Also, ich guck mal ganz kurz, habe ich die hier? Nee, das ist die Inflation. Moment. Da sind sie doch, na klar, Average Hourly Earnings. Average Hourly Earnings sind mit 0,6% Month on Month veröffentlicht worden. Das heißt also auf Monatssicht, haben deutlich oberhalb der Erwartung gelegen von 0,4%. Und das nur auf Monatssicht. Also das ist nur eine Indikation, aber sie unterstreicht diese Spekulation, dass wir tatsächlich diese Entwicklung derzeit zu sehen bekommen. Parallel dazu ist die Unemployment Rate auf 3,9% gefallen und ich muss mal kurz gucken. Ich glaube auch die Participation Rate. Haben wir die hier überhaupt drin? Part-time Employment. Labor Force Participation. Nee, stabil. Die ist stabil gewesen.
Aber was man eventuell auch, so genau habe ich mir den Datensatz nicht angeschaut, deswegen ist das jetzt erstmal rein spekulativ, aber was man auch berücksichtigen sollte, ist die Möglichkeit, dass besonders jene Mitarbeiter, die in Anführungsstrichen älteren Semesters sind, die kurz vielleicht vor der Rente stehen, dass die einfach sagen, naja, ich habe jetzt durch die Entwicklung am Aktienmarkt spekulativ, habe ich so viel Altersvorsorge, Zuschüsse gesehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Kapitalwachstum, dass ich ohne oder sorgenfrei in Rente gehen kann, in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach meine Arbeit an den Nagel hängen kann und einfach den Lebensabend genießen. Und das ist ebenfalls ein Effekt, den wir hier messen können, der dann eben zeigt, dass gut ausgebildete, erfahrene Arbeitskräfte aus der Arbeitskraft eben ihre Arbeitskraft in Anführungsstrichen an den Nagel hängen, einfach sagen, das war's für mich. Ich mache jetzt mir einen ruhigen Lebensabend. Ich habe einfach genügend vorgesorgt an der Stelle und durch die jüngsten geldpolitischen Stimuli sind auch weitere entsprechende Aufschläge nochmal in meinem Portfolio ganz deutlich messbar. Mache mich sehr wohlhabend und ich kann, wie gesagt, sorgenfrei aus dem Berufsleben scheiden. Und das ist eben durchaus etwas, was hier natürlich sich langfristig auch dann entsprechend daran bemerkbar macht, dass man natürlich weiterhin Leute braucht, dennoch, die jetzt eine potenzielle konjunkturelle Erholung auf den Weg bringen. All das ist potenziell inflationstreibend, denn nochmal, diese Menschen musst du irgendwie auch motivieren. Und meistens geht es eben entsprechend über das Payment, also über die Bezahlkomponente. Und genau das schließt dann eben so ein wenig den Kreis hier, weswegen der Aktienmarkt auf diesen eigentlich schwachen Datensatz, der mehr geldpolitischen Stimulus nach sich zieht, eher negativ reagiert hat. Also so wäre ja zumindest erstmal meine Interpretation. Was unterm Strich uns wiederum zurückführt zu eigentlich einer eher anziehenden Inflation und in diesem Kontext sich aber Gold immer noch relativ stabil präsentiert. Also nach dem initialen Flashout hier, kommen wir zu Gold nochmal zurück, nach diesem initialen Flashout dann eher einen Bounce sieht in die Gefilde, in die wir jetzt wieder vorstoßen. Das ist eigentlich zinstreibend, dieses Umfeld, dieses Szenario, was ich da skizziert habe. Und demnach ist diese Vorstellung, die Gold hier sich, die uns präsentiert wird, eher positiv. Bedeutet besonders, sollten wir jetzt Inflationszahlen zu sehen bekommen, die überraschenderweise diese Erwartungshaltung nicht erfüllen, die wären dann wiederum nochmal zusätzlich bullish für Gold und würden dann zügig eben diese Attacke auf die 1830er-Region potenziell auf den Weg bringen. Devisen nicht so wirklich spektakulär, ehrlich gesagt, was wir hier zu sehen bekommen. Weiter eine Konsolidierung in Anführungsstrichen. Bärische Konsolidierung, der Abwärtstrendkanal ist weiterhin intakt. Mal schauen, ob wir da früher oder später nochmal Dynamik auf der Unterseite aufnehmen oder ob wir aus diesem Abwärtskanal dann seitwärts rausdriften. Derzeit mit Sicherheit würde ich mal sagen, übergeordnet ganz sicher auch wichtig die politische Entwicklung, die hier eine ganz wesentliche Rolle spielt. Schauen wir mal, also mein Fokus ganz besonders jetzt im Laufe der nächsten Wochen bis Monate mit Sicherheit, also nicht, dass ich jetzt trading-technisch sehr aktiv werde, aber was bei mir eine ganz wesentliche Rolle im Hinblick auf meine Einschätzung zum Euro eben mit beeinflussen wird, ist die politische Entwicklung, die wir in Frankreich zu sehen bekommen. Wir stehen dort vor einer Wahl im April. Emmanuel Macron, ich weiß jetzt nicht, also ich habe jetzt ein Bias innerhalb der Bevölkerung bis jetzt nicht wirklich aktuell gesehen, also zumindest widerspricht das, was man präsentiert bekommt vom Mainstream, dem, was man erwarten würde nach seinen jüngsten rhetorischen Entgleisungen, so bezeichne ich sie mal. Also das war letzte Woche ja, wo er sich sehr, sehr harsch gegen Ungeimpfte positioniert hat, was ja auch mittlerweile sehr stark in Frage gestellt werden muss. Also vor dem Hintergrund all dessen, was man an neuen Informationen jetzt täglich präsentiert bekommt, auch was man aus dem direkten oder etwas entfernteren Umfeld von Menschen, die man einfach kennt, für Geschichten hört, also jetzt selber. Und ich gehe davon aus, jeder, der sich jetzt in das Morning Media anschaut, der wird eine Geschichte bringen, wo er auch sagt, das macht eigentlich alles keinen Sinn. Menschen, die bis jetzt alles mitgetragen haben, sei es im Hinblick auf die Impfung gewesen und dergleichen, auch diesem Narrativ gefolgt sind und so weiter, die jetzt plötzlich skeptisch werden. Geboosterte Menschen, so muss man sie ja bezeichnen, die jetzt den Booster abgeholt haben. Und wo jetzt letzte Woche ja dann es heißt, ja, die Geboosterte dürfen ohne Test ins Restaurant.
die jetzt allerdings in ihrem Umfeld durch diese derzeit grassierende Omikron-Variante plötzlich Corona-positiv sind oder jemanden kennen, der Corona-positiv ist und sich dann fragen, wenn ich doch jetzt trotz dessen, dass ich mich anstecken kann, aber einen ganz leichten Verlauf habe, dass ich mich infolgedessen ohne Test in ein Restaurant bewegen, das macht doch aber überhaupt keinen Sinn. Also jetzt fängt an langsam dieses, ja, nicht nur das Narrativ, also dieses Kartenhaus fällt potenziell in sich zusammen. Und dass man sich aber dennoch weiter, auch dann aus seitens der Politik und dann von Emmanuel Macron zum Beispiel, derart positioniert und immer noch diese lächerliche Pandemie der Ungeimpften irgendwie aufrechterhält. Ja, bis jetzt hat man, jedenfalls habe ich es nicht mitbekommen, auch seitens des neu gewählten Bundeskanzlers Scholz ja diesbezüglich nicht irgendwie mal entschuldigt oder das relativiert oder sonst dergleichen. Er hat das im Grunde genommen in seiner Antrittsrede noch vor einem Monat, obwohl wir es damals schon ahnten, dass das eventuell nicht stimmen könnte, zum Thema gemacht. Das ist deswegen brisant, weil er hat jetzt das nochmal bekräftigt. Er hat gesagt, er weicht davon keinen Schritt zurück. Und der Unmut in der Bevölkerung, in der französischen, wächst potenziell. Und das gefährdet meiner Einschätzung nach durchaus die Wiederwahl von Macron. Wer als Alternative steht, ist meiner Einschätzung nach, also allen voran, besonders Marine Le Pen, Front National, die sich deutlich in Richtung der bürgerlichen Mitte orientiert hat und die bekennend eurokritisch ist. Das ist immer noch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Wir sehen auch hierzulande einen zunehmenden politischen Druck, der sich aufbaut. Also nicht, dass das irgendwie relevant wäre. Verantwortung wird hier sowieso nicht gezogen. Man wird das irgendwie aussitzen oder dergleichen. Stichwort Söder in Bayern oder dergleichen. Alles, was wir dort jetzt zu sehen bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist das durchaus etwas, was früher oder später sich bärisch auf den Euro auswirken könnte. Denn diese Eurokritik und diese Zerreißprobe, von der man sich jetzt potenziell sieht, vielleicht auch innerhalb dann auch der EZB, die früher oder später eben geldpolitisch in irgendeiner Form gegensteuern müsste, wie auch immer sie es tun will. Ich denke nicht, dass sie in der Lage ist. All das ist eigentlich etwas, was ein grundsätzlich erbärisches Bild für den Euro skizzieren lässt. Was die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß werden lässt, neben den jetzt auch darüber hinausgehenden fundamentalen makroökonomischen Entwicklungen, Stichwort Zahlungsausfallwelle, die uns nochmal treffen wird, Banken, die in Schwierigkeiten geraten und dergleichen. Also, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir aus dieser aktuell unattraktiven Range, in der wir uns hier tradingtechnisch befinden, aber eher auf der Unterseite ausbrechen und uns über kurz oder lang darauf einstellen sollten, dass wir unter die 1,10 eben tatsächlich laufen und nicht hier auf der Oberseite ausbrechen. Wobei natürlich immer so ein bisschen die Frage bleibt, in welche Richtung sich die Fed positioniert. Also die derzeitige Schwäche, möchte man es fast nennen, im US-Dollar, die wir hier zu sehen bekommen, trotz dieser anziehenden Zinsen, ist, ja, ich weiß nicht, eventuell darauf zurückzuführen, dass wir saisonal in einem eher schwachen Fenster sind. Lässt sich nicht mehr argumentieren, hätten wir Mitte Dezember machen können. Soweit ich weiß und die Saisonalität, die mir bekannt ist, ist eigentlich jetzt dieses Zeitfenster eher ein bullisches Umfeld für den US-Dollar als solches. Dass der US-Dollar da nicht performen kann, zeigt, dass der eigentlich auch eher angeschlagen ist. Vielleicht auch, dass der Markt hier trotz dieses restriktiven geldpolitischen Ausblicks das nicht wirklich kauft, nicht wirklich beißt und an der Stelle eben sagt, die Fed kann gar nicht anders als hier früher oder später einen Cap über den Zins legen, in irgendeiner Form geldpolitisch weiter aktiv bleiben. Also in Summe, wie gesagt, ist das aktuell ein schwieriges Bild, wo wir uns wahrscheinlich, ausgehend von welchen Einschätzungen auch immer, unsererseits auf die eine oder andere Seite schlagen, also Euro-Bullish oder US-Dollar-Bullish. Im Endeffekt, unterm Strich bleibt wahrscheinlich das Pest oder Cholera, das ist die Wahl, die wir hier an der Stelle haben. Persönlich gehe ich eher von dem Break früher oder später auf der Unterseite und dem Lauf unter die 1,10 aus. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass wir überraschenderweise, auch wenn ich kein Freund vom Euro bin, aber nichtsdestotrotz hier den Break aus dem Aufwärtstrendkanal auf der Oberseite sehen, Push über die 1,14, wobei ich maximal zunächst einmal Gegenbewegungspotenzial bis in Gefilde um 1,15 eventuell sehr. Wobei dieses Bild mit dem Break aus diesem Abwärtstrendkanal und über die 1,14 zurück natürlich mein bullisches Bild für Gold bestätigen würde. Also wir wissen, negative Korrelation Gold-US-Dollar. Das wäre also durchaus denkbar, dass an der Stelle eben eine US-Dollar-Schwäche dann sich widerspiegelt in entsprechender Stärke, die wir dann in Gold eben zu sehen bekommen. So, das zum Euro-US-Dollar. Blicken wir noch einmal kurz auf den gescholtenen Kryptobereich übers Wochenende. Also hier haben wir Bitcoin. Übers Wochenende gab es einen Test der 40.000er-Region. Der fällt gar nicht hier mal so sehr auf. Ethereum
Da haben wir auch das Wochenende mit eingefangen. Da haben wir nochmal stärkeren Abgabedruck gesehen. Das war am Samstag. Also da findet der Handel ja auch am Wochenende statt. Wir gucken gleich mal in meinem Chart über das Wochenende auf die Entwicklung. Da wird dann auch das Wochenende mit eingefangen. Was ich ganz interessant fand, war, dass wir uns dann hier doch gegen die 3000er-Region, also das ist Ethereum gegen den US-Dollar, haben deutlich oder stabilisieren können zunächst einmal. Und jetzt eine Gegenbewegung eingeleitet wurde. Nicht, dass sich das Bild jetzt beginnt, so ein bisschen oder aufzuhellen, aber wir sind doch arg gefallen auf der Unterseite und ein Bounce scheint mir durchaus eine ernstzunehmende Option. Also das Bild trübte sich bereits lange Zeit eigentlich schon deutlich ein mit diesem Bruch eben unter diese Trendlinie hier an der Stelle und Fall an der Stelle auch deutlich unter diesen Bereich hier, diese Tiefs, die sich Mitte Dezember ausgebildet hatten. Das ist so die Region 3700 ungefähr. Mal schauen, wie sich das weitere Bild in Ethereum jetzt hier herauskristallisiert, aber zunächst einmal muss ich sagen, rein technisch scheint mir durchaus ein Retest mindestens mal dieser Abwärtstrendlinie hier übergeordnet. Also dort unten. Den Chart schauen wir uns an. Hier nicht irritieren lassen, das verzerrt so ein bisschen in der Darstellung. Dass wir mindestens einen Bounce in Richtung so der 3500, vielleicht 3600er Region vielleicht zu sehen bekommen, wo ein erstes positives Signal durch eben das Verteidigen hier der 3000er Region am Wochenende auf den Weg gebracht hat werden können. Wobei jetzt allerdings übergeordnet hier besonders eben eine Rückeroberung eigentlich dieser Region essentiell wäre. Dass wir deutlich zurück über 3200 laufen, vielleicht sogar 3270 auf der Oberseite, unterhalb wir sonst eher vorsichtig sein sollten und eventuell tatsächlich auf der Unterseite noch nicht fertig sind und tatsächlich sogar hier diese Gefilde um 2700 anlaufen. Was ich jetzt hier natürlich gerade interessant finde, ist, dass wir in einen kurzfristig technischen interessanten Bereich laufen, gegen den sich Long-Positionen vielleicht sogar anbieten könnten, wo wir CAV-technisch einen interessanten Spot finden. So möchte ich es mal formulieren. Aktuell sich Long gegen diese Region 3150 hier zu positionieren, gegen diese Trendlinie. Stop, wir haben Level, gegen das wir ganz klar riskieren können. 3130, das sind ungefähr 20, maximal $30 Risiko an der Stelle. Wir wissen, dass wir dann falsch sind. Wenn wir diesen Bereich droppen, machen wir fallende Hochs, wir brechen diese Trendlinie, dann willst du eigentlich erstmal nicht mehr Long sein. Also, das heißt 3150, ich zeichne das mal kurz hier ein. So. Also 3150 ist hier der Entry-Bereich. 3150 Stop unterhalb dieser Tiefs. Da, das ist die 3120, 3130. Machen wir geben ein bisschen großzügiger, machen wir mal $10 Risiko. $10 dazu. Dann haben wir ein Risiko an der Stelle von $30 und gehen auf der Oberseite eben auf den Test hier dieser Trendlinie. Das ist, wie gesagt, die Region 3400 ungefähr. Würde ich jetzt mal sagen. Optimisten gehen vielleicht sogar von der steiligen Gegenbewegung aus Richtung 3,5 vielleicht sogar. Machen wir 3,5. Dann haben wir hier 350 Chance, 350 Dollar Chance. Dann sehen wir schon CAV von größer 10 zu 1. Das könnte ganz interessant sein, weil wir hier, wie gesagt, eben erste Zeichen einer Stabilisierung gegen 3 sehen, steigende Tiefs, die sich jetzt herausbilden. Und weil wir ein klares Level haben, gegen das wir riskieren können, wo einfach diese steigende Tiefstruktur und diese Trendlinie gebrochen würde. Also das scheint mir CAV-technisch gerade durchaus interessant, tatsächlich hier in diesen Bereichen sich derart umzuschauen mal. Und ja, nunmehr, das wäre es soweit erstmal. Das wäre soweit erstmal für heute gewesen. Guck mal ganz kurz. Das ist interessant, Martin, das schreibst du, du schreibst das ganz genau richtig. Also mir ist so ein Fall tatsächlich bekannt. Also tatsächlich jemand, auch älteres Semester, das heißt 70 plus und geboostert und hat sich allerdings jetzt über die Feiertage eben mit Corona infiziert. Hat es aber gar nicht gemerkt. Ne? Also du sagst dann, wenn ich es nicht mitbekomme, dass ich krank bin, dann ist es wie ein Schnupfen. Ne? Und das ist genau der Punkt. Also wenn es überhaupt ein Schnupfen gibt, also das zeigt ja an der Stelle, dass diese Impfstoffe ja durchaus in der Lage sind, den Verlauf deutlich, die Schwere des Verlaufs deutlich zu reduzieren. Also das stellt ja auch keiner in Frage. Nur stellt man dann darüber hinausgehend natürlich durchaus die Frage, die auch absolut gerechtfertigt ist, warum sollte jemand, der sich denn potenziell weiter mit Corona infizieren kann, an der Stelle nicht testen? Also, und das ist, glaube ich, dann die Gefahr, die auch dann erklärt, wo dann dieser steile Kursverlauf eben tatsächlich herkommt und der dann auch unterm Strich mehr und mehr zeigt,
dass man offensichtlich komplett ein anderes Ziel verfolgt als eben die Gesundheit, beziehungsweise dass man sich in dieser Argumentation über die letzten Monate von wegen auch diese Anreize zu liefern, beispielsweise sich impfen zu lassen und dergleichen, Tests kostenpflichtig zu machen, also all das, was alles passiert ist, dass das alles nicht passt. Also man merkt mehr und mehr, dass wir dort offensichtlich nach Strich und Faden Punkt, Punkt, Punkt werden. Ja? Also, und das ist etwas, wie gesagt, das wirft ein ganz, ganz komisches Blick eben, ein ganz, ganz komisches Licht auf die Gesamtsituation, mehr und mehr. Und das kann man auch nicht mehr wegdiskutieren. Und das macht sich aber, und jetzt wird man sagen, ja, das hat ja nichts mit Corona, also Trading zu tun, doch eine ganze Menge. Also besonders im Hinblick auf die Finanzmärkte, weil es eben dann auch potenziell politische Instabilität natürlich provoziert. Denn die Leute merken es, also sie erwachen langsam aus ihrem, in Anführungsstrichen, Dornröschenschlaf. Und das ist, glaube ich, schon eine Gefahr, besonders in Frankreich, wenn man sich dann solch eine Rhetorik in solch einem offensichtlichen Umfeld bedient, wie es beispielsweise jetzt Macron getan hat. Und ja, ich glaube, die Überlegung gibt es nicht nur, sondern das ist jetzt schon durchgedrückt worden. 2G Plus, das hier das von Dandy, der schreibt es gerade. Es gibt Überlegungen. Also, ich glaube, am Freitag hat man das verkündet. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin raus. Das ist ein Hashtag bei Twitter. Ich bin raus. Ja. Ich bin raus. Also, aber ich bin schon länger raus. Also ich habe das Gefühl, ich war sowieso nie richtig drin, aber ich bin raus, was das angeht. Also wie gesagt, ich betrachte das aus der Perspektive. Ich versuche jetzt irgendwie eine Idee zu bekommen, wie sich das auch in Form des Bias dann innerhalb der Bevölkerung und dann auch mit Auswirkungen auf die Finanzwerke auswirkt. Das ist das, was mich aktuell natürlich interessiert. Und ja, also da sind wir wieder bei einer Überlegung übergeordnet, meinerseits, wo ich einfach sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser sehr gespannten Situation, in der wir uns wiederfinden, es zugelassen wird, dass es massive Volatilität im Equities-Bereich, dass man das zulässt. Also neben jetzt dem Risiko, dass man sowieso für das übergeordnete Finanzsystem haben muss, vor dem Hintergrund anziehender Zinsen und dergleichen. Aber ja, ich habe mir auch nicht vorstellen können, das war jetzt allerdings schon etwas länger als 12 Monate her, dass man jemals mal vorgeschrieben kriegt, mit wie vielen Leuten man Weihnachten feiern darf. Demnach, ja. Das sei es gewesen. Ja, das sei es zunächst gewesen zum Wochenstart. Also, ich hoffe, ihr habt das mitnehmen können. Ich habe jetzt ganz vergessen, tatsächlich vergessen, euch noch hier kurz ein Bild zu geben, wobei ich noch nicht sicher bin. Ich muss noch ein Szenario skizzieren, mal gucken, ob ich zu einem komme. Mögliche Einzeltitel, der heute, den haben wir jetzt gar nicht zum Thema gemacht, der interessant sein könnte, könnte Discovery sein, Disca. Das ist ein Titel, deswegen ganz interessant, weil die ein Upgrade gesehen haben. Eigentlich keine fundamentale News, aber die haben einen Deal angestoßen und in dem Zusammenhang hat Bank of America Merrill Lynch hat jetzt ein Upgrade der Aktie auf den Weg gebracht, das bereits am Freitag für einen starken Run gesorgt hat und einen relativ starken Schluss eigentlich auch die Aktie gesehen, trotz dieses übergeordnet durchwachsenen Marktumfeldes. Und eventuell ist die Aktie gut für ein sogenanntes Second-Day-Play. Durchaus im Hinterkopf behalten. Bank of America, deswegen auch interessant, jetzt würde man sagen, naja, Upgrades von Analysten, ist das so relevant? Will ich da nicht wirklich eine fundamentale News sehen? Man sollte es nicht unterschätzen, Bank of America hat den größten Brokerage-Arm der Wall Street. Also das heißt, wenn die jetzt an der Stelle ein Upgrade dieser Aktie, die sie bis jetzt auf neutral hatten, auf Buy geben, dann hast du potenziell hier einen großen Schwall an Käufern, die Aktien dann eventuell beginnen, Portfolio-Managern ins Portfolio aufzunehmen. Und deswegen könnte die Aktie auch heute interessant sein. Ja, aber alle Details dazu stelle ich, zack, jetzt ziehe ich es einmal rein, stelle ich in die Discord-Community heute Nachmittag. Also, da werde ich alles fertig machen und werde euch da updaten. Ich teile noch einmal hier ganz kurz den Link. So, ich teile hier noch einmal ganz kurz den Link in der Chatbox. Wie gesagt, alle News hier, 13:30, 14 Uhr, hoffe ich, dass ich das alles zusammengetippt bekomme. Link auch unterhalb dieses Videos. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ja, meinerseits wäre es das natürlich für heute erstmal zum Wochenstart gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören wieder voneinander. Natürlich morgen, 10:30 Uhr, gemeinsam mit Markets hier. Und ja, werfen einen Blick auf die Märkte, wie gewohnt. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.